Hallo, mein Name ist Holger Dreber. Ich bin Direktkandidat für den Kreis Paderborn für die Linke bei der kommenden Landtagswahl. Wir hatten heute eine Veranstaltung hier bei uns im Büro zum Thema Gesundheitssystem. Als Gast hatten wir Katrin Vogler, Mitglied des Bundestags und gesundheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion. 100.000 zusätzliche Pflegerinnen ist eine der Kernforderungen der Linken bei den kommenden Wahlen. Das ist auch dringend nötig. Die fortschreitende Ökonomisierung der Krankenhäuser ist voll und ganz zulasten der Pflegerinnen und Pfleger gegangen. Deshalb fordern wir mehr Pflege, eine bessere Finanzierung und ein Gesundheitssystem, das frei von Profit agiert. Ja, wofür ist das wichtig, dass wir mehr investieren in die Krankenhäuser und da speziell in die Pflege? Es gibt Belege dafür, dass weniger Pflegekräfte zu höherer Sterblichkeit führen. Wir haben in Deutschland die Situation, dass alle 20 Minuten ein Mensch an einer Infektion stirbt, die er sich im Krankenhaus zugezogen hat. Das heißt, Verkehrsopfer, da achtet jeder drauf, aber diese hohe, erschreckende Zahl, die wird kaum beachtet. Und es gibt Belege dafür, dass die Hälfte dieser Todesfälle vermieden werden könnte, wenn wir mehr Pflegepersonal und eine bessere Ausstattung der Krankenhäuser hätten, damit die Leute nicht nur Zeit hätten, sich mehr um die Patienten zu kümmern, sondern auch um die Hygiene im Krankenhaus zu kümmern. Das ist das eine. Dann finden wir, es geht gar nicht, dass zum Beispiel eine Pflegekraft nachts zwei Stationen beaufsichtigen muss. Deswegen brauchen wir eine gesetzliche Personalbemessung. Wir müssen klar machen, dass jede Station auch mit ausreichend Pflegepersonal besetzt sein muss, denn ansonsten geht es zu Lasten der Patientinnen und Patienten. Und die Pflegekräfte sind so gestresst, sind so unter Druck, dass viele frühzeitig ihren Beruf aufgeben, und wir brauchen diese Fachkräfte dringend. Deswegen müssen wir die Arbeitsbedingungen verbessern, und deswegen sagen wir, das muss drin sein. 100.000 neue Vollzeitstellen für die Pflege in Deutschland, und hier in Nordrhein-Westfalen brauchen wir eine bessere Krankenhausfinanzierung. Dafür streiten wir jetzt bei den Landtagswahlen und im September bei der Bundestagswahl.